Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen LS19 hier auf der Konsole. Ich bin auf der Map Oberkrebach. So, das Feld ist soweit fertig. Haben wir jetzt Weizen drauf, ne? Ist doch fertig. Jupp, sieht gut aus. Die packen wir gleich noch weg, die obwohl die Spritze nehmen, müssen drüben ja noch düngen. Wir kurz nochmal abtanken. Hier alles auf einmal wieder. Der ist aber auch gleich soweit. Geld haben wir auch keins. So, dann nochmal gucken, wie wir es gleich managen. So, der geht jetzt mal nach Hause. Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir die... Naja, jetzt mal nach Hause. Müssen natürlich das andere Feld dann auch gleich wieder startklar machen, ne? So, wie mal ein bisschen Kohle im Haus ist, wollte ich mal eine andere Presse kaufen. Oder machen wir das gleich? Dann machen Kevin und Darlehen auf. Die andere können wir ja verkaufen. Und wir haben noch ein bisschen was im Lager. Gucken wir doch mal. Wir würden bekommen für unsere Presse 36.000. Und die neue würde kosten. Also es ist nicht sinnvoll, ne? Keine Frage, das weiß ich. Aber ich würde es halt gerne mal ausprobieren. Das ist halt was Neues, ne? Das lockt halt YouTube. Hier. Es sind dann aber auch Quaderballen, ne? Das wäre jetzt denn. Oder? Moment. Nee, das müsste eigentlich eine Rundballenpresse sein. Das ist ja hier Quaderballen. Wie kann man die noch konfigurieren? Achso, hier manuell. Oder automatisch. Da sind schon Rollen drin. Wir würden natürlich manuell machen. Das wäre das gute Stück. Und wir können dann da auch die Größen einstellen. Das ist halt das Schöne. Kostenpunkt 81,7. So, dann bringen wir die doch mal weg. Das machen wir irgendwie. Wir können auch wieder noch ein bisschen was verkaufen. Wir können auch die Ladung, die wir da gerade mit Weizen haben, die können wir auch gleich raushauen. Eigentlich hier für einen Geheimweg, der gar keiner ist. Verdammt. Verfahren auf dem Hof. Toll. Ich dachte, da hinten wäre kein Zaun, dass man da rauskommt, aber Pustekuchen. Naja. Fahren wir halt einen Hauptweg. Ja, man muss ja den Hof auch mal kennen hier im YouTube, ne? Kommt eh keiner. Boom. So, der Drescher steht. Das heißt, der ist auch fertig. Also was ärgerlich ist, was ich gerade sehe. Na, es ist auch Wurst. Der eine Ballen, der noch da drin ist, den schenken wir den jetzt. Vielleicht kriegen wir dafür Nachlass. Auf die neue.
Gut, okay. Ja, wie neu eigentlich? 43 kriegen wir. Okay, sehr schön. 43 und wir haben noch im Lager. Jo, Gerste könnten wir noch verkaufen. Sonnenblumen. Aber ein bisschen was würde ich ja auch gerne noch für die Schweine zurückhalten. Aber wir haben ja auch noch Mais, ne? Und da warten wir ja auch noch auf die Kartoffel. 43. Ja, wir müssten eigentlich jetzt los, aber ich würde sagen, wir gucken mal. Gehen wir die Kohle so zusammen? Ich glaube nicht. Wir müssen eh ein bisschen was aufnehmen. Komme ich eh nicht drum rum, weil, wie gesagt, ich würde ja auch ganz gern schnell jetzt mit den Schweinen loslegen. Und dann müssen wir halt finanziell jetzt mal gucken, was wir überhaupt machen können. Wir haben ja schon 60.000. Uff. Ja, 113, vielleicht gehen wir sogar noch ein bisschen höher. Ich muss dann nochmal gucken, wie wir dann klarkommen mit dem Bedarf, was wir noch so haben für die Tiere. Ich habe denke gerade eine fette Fehlermeldung, aber gut. Mit einem roten X. So, Manuel haben wir gesagt, ne? Die ist jetzt unser. Jetzt müssen wir aber auch gucken, wo gibt es denn dazu? Das ist eigentlich. Achso, Baumwollanhänger. Beinanhänger. Design. Gibt es da nicht auch eine Automatikvariante? Aber das ist auch ganz schön groß, ne? Und das ist auch nichts für. Ist ja mehr Quaderbein. Beintechnik. Ich muss gleich mal gucken, wie das geht. So, wie kriegen wir denn das Ding hier überhaupt auf? So, nicht, wir müssen wahrscheinlich einen Traktor dranhängen. Ja, wir müssen dann diese Folien noch kaufen oder Bänder oder was auch immer das ist. Der Hightech auf dem Hof. Haube öffnen. Beingröße 1,10 Meter. Ich glaube, Standard war 1,30, hatten wir gesagt, ne? Und da wir die aktuell ja auch schon nicht manuell verladen, könnten wir auch sagen, nehmen wir mal die ganz großen. Na, ich auf dem Feld nochmal entscheiden. Also, wir brauchen jetzt auf jeden Fall diese komischen Folien und ich weiß aktuell nicht, wo es die gibt. Diverse vielleicht. Obwohl, es müsste eigentlich unter Paletten sein. Ja. Wird die Krone Big Pack 1290? Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie unser heißt. Moment, wir haben Goprima V180. Die Krone kann Beinkost zwischen. Achtung, viele Geräte im Spiel sind nur mit 1,30 Meter Ballen kompatibel. Okay. 80 PS braucht die auch nur, ne? Also, Goprima V180. Die hier. Netzrollpaletten. Die Menasse ist für die. Ja. 15 Rollen. Also kannst dann weniger machen. Naja, also wenn dann soll das Ding auch voll sein. 1,9. Alter. 1,9. Schon übel.
Dann machen wir die mal auf. Wahrscheinlich gar nicht alle reinpassen, ne? Wahrscheinlich passt jetzt nur eine rein. Oder wie geht das jetzt? Ich bin gespannt. Nee. Ich glaube, drei sind jetzt drin. Ich geh mal auf 1,30. Jetzt mal anschauen, die Kiste. Da nicht hinten auch. Nee. Ja, genau. Fahren wir ruhig rein. War ein schönes Bild, YouTube. Ist schon ein bisschen was größer als die andere, ne? Ey. Ja, genau. Fahr du mir ins Auto und hup. Die Leute sind so aggro in diesem Dorf. Gut, dann legen wir gleich los. Das fällt ja auch noch rum. Müssen wir noch abtanken. Dann machen wir die 1,80er Beine und wenn es dann nicht funktioniert, Pech. Dann verkaufen wir die. So. Ja, ich muss noch ein Stückchen rüber. Das war's auch schon. Zum Schneidwerkswagen. Können wir aber auch selber mitnehmen dann. Oh, hier haben Drescher hängen. Ein Stückchen noch zurück. Okay. Hier mit dem Feld. Das Unkraut ist verschwendet mit der Zeit, glaube ich, dann noch. Müssten aber eh auch noch mal eine zweite Runde Dünger dann noch überhauen.
die mal dahin zu zirkeln. So, wir haben jetzt hier noch Weizen. Das heißt, wir können bestimmt, also ich würde ihn jetzt nicht so wegbringen. 620, die Preise sind nicht so prickelnd, ne? Allgemein nicht so toll. Wir verkaufen erstmal. Eine Zwischenfrucht? Was ist das? Ja, was ich hier nicht verstehe, warum kann man das nicht mal oben beschriften? Das wäre doch einfach das Einfachste. Nicht jeder weiß immer sofort, welche Frucht was ist. Hafer kriege ich noch raus. Ach, dann soll das Raps sein. Oder Raps, Sonnenblumen, Bohnen und Mais. Okay. Das war den Raps. Das war auch kein Spitzenpreis. Jetzt bringen wir den Weizen erstmal nach Hause. Werden wir dann wahrscheinlich mal so einen Verkaufstag machen, wo alles rausholen und dann werden Schweine gekauft. Passt doch, oder? Das sieht gut aus. Ich stimme den Anhänger gleich wieder rein, so trocken steht. Ist noch Regen angesagt. Das ist auch da nicht so voll. Ich weiß nicht, ob wir einen Kelcher haben eigentlich. Nochmal die Abdeckung zumachen. So. Darf ich schon mal den Kuba mitnehmen? Es sei denn, das Feld muss gepflügt werden. So, Wachstum. Abgeerntet ist klar. Das sieht aber, ich glaube nicht. Dazwischen fahren. Warum nicht? Dann kann der nämlich auch gleich loslegen, dann haben wir geballte Power vor Ort.
So. Ja, wie gesagt, hier müssen wir nochmal drüber spritzen dann. Und machen wir mal die 1,80 Meter Ballen, aber das machen wir leider in der nächsten Folge. Zeit ist schon wieder rum. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, habt ihr die schon im Einsatz, die Krone? Prima, würde mich mal interessieren, ob ihr da irgendwelche Schwierigkeiten habt, dann mit den Ballengrößen. Ne, könnt ihr gerne mal berichten. Ansonsten euch einen schönen Resttag. Macht's gut, YouTube. Ciao.